Wir haben das Äonentor gefunden, aber leider fehlen uns noch 7 Sterne. Aber hey, vielleicht hat dieser Tor noch irgendwas, womit er uns helfen kann, zum Feuertal zu kommen, denn dort soll sich der erste Stern verstecken. Hey, du da, hast du gerade Zeit, um zu lernen, wie man richtig kämpft? Ich meine, so richtig mit Schmackes? Oh, und mich? Ich sehe auf den ersten Blick, dass du Talent hast, aber übers Kämpfen musst du noch eine Menge lernen. Trikomandos Bingo, das ist das ganze Programm. Frag mich gerne Löcher in den Bauch, dazu bin ich da. Wer ich bin? Manche nennen mich Kampfcoach, andere flehen um Gnade. Kleiner Scherz, wie dem auch sei, meine Berufung ist mein Beruf, aus Talenten Kämpfer zu formen. Sprich mich jederzeit an. Okay. Hey, Jungspund, kann der Kampfcoach was für dich tun? Also eigentlich kenne ich mich gut aus mit den Kämpfen, aber ist auf jeden Fall sehr gut für die Leute, die das Action-Kommando nicht nur üben wollen, sondern auch generell das Kampfsystem bis hierhin immer noch nicht verstanden haben. Aber ich hab's verstanden. Ah, dann werde ich erstmal weiter spannende Tipps für dich recherchieren. Komm wieder vorbei. Danke, Mann. Okay, uns wurde gesagt, dass in den Katakomben sich irgendwo eine Röhre befinden soll, die zum Feuertal führt, wo, wie gesagt, der erste Stern sich versteckt. Aber wo könnte es sein? Hier links war ich noch nicht. Hier links ist bestimmt irgendwas sich... Oder? Wer bist du denn? Das sieht ja lustig aus. Gestatten, Funkelbart, ich sammle Sternsplitter. Je mehr, desto besser. Und du, hast du welche? Ich habe sie gegen Welche noch möchtest du haben? Ich habe noch gar keinen, aber hey, interessant. Soundeffekte, aha, ah, die kennen wir schon. Okay, also was als wir. Ich kenne die halt schon. Wie gesagt, ich spiele das hier direkt nach dem ersten Teil. Okay, das ist interessant. Na gut, aber ich habe noch gar nichts. Du machst einen Rückzieher, wirklich, du enttäuscht mich, Mann. Sorry, Bro. Das ist Funkelbart, der Sternsplitter Aficionado. Er tauscht Sternsplitter gegen neue Orden. Wir sollten herkommen, wenn du neue Sternsplitter gesammelt hast. Ich frage mich nur, was der Typ mit den Sternsplittern machen will. Sammelt er die einfach nur, um sie sich anzuschauen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber muss uns da eigentlich nicht stören. Kann uns da ziemlich egal sein. Merli, bist du's? Ja, sieh mal an. Ich habe deinen Besucher vorausgesehen, Mario. Mein Name ist Belieblich. Ich bin eine wunderschöne Wahrsagerin. Hast dich ziemlich verändert, aber im Positiven. Meine noble Bestimmung ist es, dir bei der Suche nach Dingen behilflich zu sein. Das Funkel der Sterne erleuchtet, was verborgen ist. Ach, sag mir, soll ich einen Blick in deine Zukunft werfen? Okay, also die kann uns wahrscheinlich helfen, an bestimmte Orte ranzukommen. Was heißt Orte? An bestimmte Items ranzukommen. Wo ich lang muss, wo ich den nächsten Sternsplitter wahrscheinlich finde. Und Insignien. Okay. Bist du sicher? Wenn du wieder was suchst, dann schau da vorbei. Okay. Ah, sieh an. Hallo Mario. Geh bitte auf die andere Seite des Tisches, sonst kann ich nichts mit dich tun. Das ist mir lieblich, die Wahrsagerin. Wie der Name schon sagt, eine liebliche Dame und etwas mysteriös. Die Karten sagen ihr, welche Schritte uns in unserem Abenteuer voranbringen. Sie kann uns auch Tipps geben, wenn wir etwas Bestimmtes brauchen oder suchen. Man sagt, ihre Vorhersagen sollen sehr präzise sein. Und unter ihrem Schleier ist sie wohl eine echte Schönheit. Ja, das sehe ich auch so schon. Oh, sorry, ich wollte nicht schlagen. Ich habe nur diesen Instinkt, diesen Zwang, diese Wirkung. Einfach sofort zu schlagen. Jeder hier wird geschlagen. Wenn ich es kann, dann tue ich es auch. Ich muss aber sagen, dass ich das ein bisschen komisch finde, dass die Ladezeiten in diesem Spiel ein bisschen lang sind. Finde ich zumindest. Rip. Oh Gott, war absolut nicht gut. Ah, mein Fuß! Aua. Der Gumba schaut zu, wie ich seine Kollegen verprügel. Powerhauer, mit diesem Schlag zeigt Mario jeden, was an der Hake ist. Machen wir es mal. Wir wissen, was es macht. Ja! Doppelten Damage. Dafür aber 2 BP, ist schon viel. Und du? Auftritt im Rampenlicht. Mach das mal. Oh. Sie macht sich cute und sammelt für uns Punkte in der Audience. Das finde ich sehr niedlich von ihr. Ich meine, wenn sie schon nicht angreifen kann, dann kann sie sich zwar zumindest auf andere Weise lustig zeigen. Oder sie lernt irgendwann neue Attacken. Das kann natürlich auch sein. Werden die wahrscheinlich so wie im ersten da irgendwann entwickeln können. Also, was hat entwickeln? Verbessern können, sage ich. Rip. Blöp. Blöp. Und wir sind da. Da oben weiß ich nicht, wie ich da rankomme. Das müssen wir herausfinden. Apropos herausfinden.
Hey, gehört das nicht in den Blooper? Wie das flattert! Als wäre es nervös! Was ist überhaupt? Eine Flosse von einem Blooper, glaube ich, oder? Kann ich es rausziehen? Also aus dem Körper, so Mario Sunshine? Irgendwie glitschig. Und ziemlich eklig. Bomb. Bloop! Autsch, was soll das? Wer hat das gesagt? Ich war das! Idioten! Okay. Schon wieder der Blooper aus den Katakomben. Und Luigi schaut uns zu! Oh mein Gott! Du schaffst das, Bro! Danke, Luigi! Oh mein Gott, das bedeutet mir so viel! Blub, blub! Er blub gesagt. Wer wagt das Blooper mit mir zu tun? Dem größten aller Tintenfische! Blooper, blub! Mit mir ist nicht zu spaßen! Blub, blooper, blub! Und verschämter Zwerg! Blub, blub, blub! Na dann los! Bosskampf? Blooper, blub, blub! Sieh dir mal den Tentakel! Mario, erinnerst du dich daran, was Professor Gumbart gesagt hat? Mit Y können wir die Reihenfolge unserer Angriffe tauschen. Also, lass mich kämpfen. Okay. Zeig mir am besten erstmal, was wir eigentlich vor uns haben. Ich kann nichts anderes auswählen, nur den Blooper. Okay. Ich glaube, immer mützig ist gut. Was ist ein Blooper? Ich geht es da schleimig. Also, schleimige Monster kann ich gar nicht ausstehen. 12 KP, ein Angriff, keine Verteidigung. Er greift mit seinen Tentakeln und mit Tinte an. Sind die Tentakel erledigt, fällt der Körper zu Boden. Dann kannst du angreifen. Tentakel haben 3 KP. Also erledigen wir diesen Schleim, diesen Blooper. Alles klar, ich habe genug gehört. Ah doch, jetzt können wir die Dinger angreifen. Aber das finde ich aber cool. Beim ersten Teil musstest du wirklich alles einzeln scannen. Hier habe ich jetzt einfach nur den Blooper gescannt und automatisch wurden diese beiden Tentakel mitgescannt. Das finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut! Bam! Das muss wehtun, aua! Oh, Luigi gefällt's, ja! Blub, blooper! Gemein! Blub, blub, blooper! Ich bin nicht essbar! Blooper, blub, blub! Ihr wollt mich grillen, oder? Nein, Blub, Versager! Achso, ich sollte nicht grillen, okay, sorry. Schön geblockt! Sehr, sehr schön. So, und jetzt noch kopflos drauf. Es tut weh, ja, zum Tränenauge. Spring noch ein bisschen drauf. Ja, juhu! Ja, jetzt wird's dir leid tun, dich mit uns angelegt zu haben. Blöder Blub Blub. Mhm. Ich kann den. Ich habe keine BP mehr. BP reichen nicht. Das ist doof. Egal, passt schon. Ja, juhu! Was, warum ist da oben rechts so ein Giftpilz-Symbol? Ich bin es aufgefallen, dass er auf dem Boden liegt. Aber dennoch macht er nichts dagegen. Bam, bam. Okay, Kollege, jetzt reicht's aber. Ich hab genug von deinem Späßchen. Bam. Und eine Blume oben. Die Leiste ist voll. Was zum... Ich kann nichts sehen. Wenn ich jetzt noch ein Touchscreen hätte, könnte ich trotzdem noch alles sehen. Verdammt! Aber es macht nichts. Einmal kurz über die Augen wischen. Und er ist down. Okay, wenn du willst, ich auf den Grill setze, können wir machen. Und wow, wir kriegen einige Erfahrungspunkte und Geld. Sehr, sehr fein. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Wir werden es jemals herausfinden. Hoho, hoho! Okay, da können wir noch nicht mit interagieren, aber ich glaube, es ist genauso wie in so Spielen wie Banjo-Kazooie, dass es halt diese speziellen Platten gibt für spezielle Fähigkeiten. Also warten wir einfach, bis wir die freischalten. Wir gesehen hätten, war ein Haus. Oh, das war das Prolog. Wir fangen an mit Kapitel 1. Logarts Drachenburg. Scheinbar sind wir jetzt schon im Feuertal. Ging eigentlich ziemlich schnell, wenn ihr mich fragt. Na gut. Dann los geht's. Warum nicht länger stallen? Ah, die Musik. Ah, die ist super. Ja, sieht schick aus hier. Hier ist das Feuertal. Und hier soll sich eines der Sternjuwelen befinden. Also das Barrio, dann ist das Abenteuer beginnt. Wortwörtlich.
Aber natürlich erstmal abspeichern nach so einem schweren Bosskampf. Ich finde es immer lustig, wie das in diesem Spiel anders gemacht wird mit den Schreiblöcken. Man springt einfach nur einmal drauf, Mario hält dich fest und fällt dann wieder runter. Normalerweise kommt immer so ein Menü mit, willst du speichern oder willst du hier speichern? Hier gibt's das gar nicht. Sehr interessant. Was zum... Ist das ein... Oh mein Gott, es ist ein riesiger Drache. Wow. Dass er uns nicht gesehen hat. Wir haben echt Glück. Was war das? Schon gesagt, ein Drache. So einen großen Monster habe ich ja noch nie gesehen. Boah, gruselig. Es ist zur Burg da hinten geflogen, oder? Lass uns lieber schnell von dir verschwinden, bevor es zurückkommt. Nein, wir müssen weiter, Mann. Okay, kann ich hier nicht? Nee, ich kann nichts machen. Aber die Steine sehen verdächtig aus. Ist es nicht eine Röhre? Dieser Felsen erinnert mich irgendwie an eine Röhre. Ja, das dachte ich mir auch. Das ist also das Feuerteil. Es liegt weit östlich von Rohlingen in den Bergen. Hier ist es das ganze Jahr über warm und angenehm. Und dann diese Natur. Wusstest du, dass manchmal Ereignisse von den Bäumen fallen, wenn du dagegen schlägst? Vielleicht solltest du es einfach mal gegen dich ausprobieren. Nein, ich darf es nicht ausprobieren. Animal Crossing wurde mir beigebracht, dass es eine schlechte Idee ist. Vielleicht diese Aussparung dafür da, etwas reinzutun? Ich wüsste gerne, was das hier für eine Form darstellen soll. Das ist aus wie ein Stern oder so, oder? Ach, Sonne und Mond! Ja, ja! Das ist ein Mond. Das ist eine Sonne. Okay. Blum, ein Pilz. Dankeschön, Spiel. Und ich finde es interessant, wie das Ding sich so aufploppt und das Item dann durchfällt. Statt dass es so wegbounced, fällt es durch. Hey! Mir wurde ein Item versprochen! Och Mann. Umbrina, was soll das? Sag erstmal, hier gibt es ein Item in dem Baum und da ist ja nichts. Ich fühle mich betrogen. Yippie! Ah, hey, er hat aber eine Feuerblume. Wenn wir ihn schnell besiegen, kriegen wir die vielleicht. Leute, und sogar Scheigeist schauen uns jetzt zu. Das sind alles Fans. Alles Leute, die das Video schauen und ein Like da lassen. Das seid ihr, Freunde. Das seid ihr. Ihr müsst mir eure Sternpunkte alle geben. Feuerblume! Müssen wir auch mal benutzen irgendwann. Tourmenitz-Orden! Hat Mario 5 KP oder weniger, gehen Angriffe auf ihn eher daneben. Okay. Rüsten wir direkt mal aus. Wir haben doch, glaube ich, noch einen OP. Ja, einen haben wir noch. Ne, zwei haben wir sogar noch. Cool. Warum nicht? Wenn ich sowieso gerade Platz habe, dann mache ich es auch. Ach, das Spiel macht richtig Bock. Es gibt gute Laune. Man sieht einfach klasse aus. Bisher habe ich noch nichts Negatives zu sagen in dem Spiel. Wirklich nicht. Das Pacing ist auch bisher sehr, sehr gut. Nichts zu meckern. Das ist bisher ein gutes Remake. Aber ich es auch hier, wie gesagt, noch nie gespielt habe. Kann jetzt schon sagen, es ist ein gutes Remake. Ich will in die Röhre erstmal gehen. Alles auf der Reihe. Mario will diesen Orden. Aber schafft es nicht. Ah! Aua! Das gibt einen Fleck. Na, warten Sie! Jetzt grüß ich dich! Destroyed. Und der nächste dazu. Yahoo! Ich meine, mit diesem Helm, den sie da aufhat, diesen Höhlenhelm, diese Lampe vorne, muss bestimmt wehtun. Okay. Wir haben bald ein Level up, Freunde. Also immer schön weiterkämpfen. Den mache ich nicht kaputt. Ich glaube, den brauchen wir noch. Wenn wir da oben ran wollen. Bin mir aber nicht sicher. Hör mich jetzt, Mario. Wenn du irgendwann nicht weiter weißt, dann weißt du ja, ZL. Kannst du mit mir reden? Ich hab's verstanden. Bam! Ich besiege ihn und hoffe auf ein Level up. Bam! Oh, ich finde das so satisfying, die einfach so zack, instant zu besiegen. Das gab's, wie gesagt, im ersten Teil nicht und das ist eine richtig coole neue Innovation. Na, okay, so krass jetzt nicht, aber es ist trotzdem ein cooles Feature. Apro Feature. Wollen wir uns noch mal anschauen, wie das Level-Up-Feature-System hier funktioniert. Und wir haben genug Punkte für das Level-Up. Ah, alle meine Fans. Nur dank euch konnte ich das schaffen. Okay, was wollen wir verbessern? Ich würde sagen, Baby bauen wir gerade am meisten. Ich mache nicht so alles auf der Reihe. Ich mache einfach, wie ich denke, was ich gerade brauche.
Und ich nehme BB. Yippie. 10 ist schon viel für den Anfang bestimmt, oder? Ach, und natürlich nach jedem Level wird man komplett voll geheilt. Kann man also auch so als Taktik benutzen. Sehr nützlich. Kann man das kaputt hauen? Oh, das kann man wirklich kaputt hauen. Oh, das ist cool. Oh, hä? Oh, wow. Warte, lande ich jetzt im Hintergrund? Oh, okay, das ist cool. Ich kann mich hier umschauen. Ich glaube, ich sollte nicht nach links, oder? Hier ist nix. Man hätte man noch einen Roller verstecken können oder einen Pilz. Na gut, was soll's. Aber das ist cool. Im ersten Teil konnte man nur A drücken und dann schüttelst du die. Ich kann sie legit einfach kaputt hauen. Und da passiert ja auch sowas. Ah, ich muss das sogar machen. Wie im Bilderbuch. Eine Seite nach der anderen. Ding, 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 ding. Oh, ist das cool. Das gefällt mir richtig. Und als Belohnung fürs weiter umschauen kriegen wir auch noch einen Sternsplitter. Ein herrlicher Sternsplitter. Ja, das sind die Collectibles hier. Mario Sunshine Sprache, die blauen Münzen, wenn man so will. Oder was kann man das noch mit vergleichen? Ledermünzen? Schätze ich? Jedenfalls, es kann nicht verkehrt sein, die mitzunehmen. Kann nicht schaden. Okay. Okay. So schön, die Grafik. Oh, was? Mysterium-Fragezeichen? Was es bewirkt? Keine Ahnung, finde es heraus. Okay, das Item kennen wir schon, aber jetzt ist es nicht ein Fragezeichen, sondern jetzt ist es wirklich einfach ein Geschenk. Interesting. Es sind die kleinen Dinge, die es einfach so schön machen, das Ganze hier. Es sind wirklich einfach nur die schönen kleinen Details. Und hey, wir sind schon da, in Blütenweiler. Mehr oder weniger in Coopertown. Ah, willkommen Reisender. Dieser Ort? Was ist denn Blütenweiler? Hier gehen wir hin, wenn wir nicht Bar tanzen wollen. An diesem abgelegenen Ort hatten wir schon ewig keine Touristen mehr. Seit die schreckliche Logartige Gegend unsicher macht. Seitdem bleiben die Besucher aus. Logart? Das ist bestimmt das große Monster von eben. Logart heißt also? Ein ungewöhnlicher Name. Aber sag mal, du, hast du schon einmal von den Sternjuwelen gehört? Wir sind auf der Suche nach diesem Stein. Sternjuwelen? Nee, keine Ahnung, nie gehört. Sowas fragt ihr am besten den Bürgermeister. Er ist sehr alt und er kann sich an Sachen erinnern, die sonst niemand weiß. Naja, die Alten zum Rat und die Jungen zur Tat. Der Bürgermeister wohnt in dem pinken Haus da drüben. Geht gleich zu ihm. Pink. Na gut, vielleicht nicht gerade geschmackvoll, aber sicher leicht zu finden. Danke, vielen Dank. Kein Problem. Warum schlägst du mich dafür? Warum Mario, bitte? Ich werde zu Pause gehen. Okay, nein. War nur ein Joke. Ein Cooper aus Blütenweiler. Er ist wohl so etwas wie der Sprecher des Dorfes. Ob er vielleicht auf das Amt des Bürgermeisters aus ist? Manchen Leuten sieht man ihren Ehrgeiz ja nicht auf den ersten Blick an. Oha. Genießt auch den Aufenthalt. Okay, werde ich tun. Hier kann man sich heilen. Wie sieht es eigentlich gerade aus? Also sieht gut aus. Brauche ich nicht. Aber interessant zu sehen, dass auch Toads hier in der Cooper-Blütenweiler Stadt leben. Und die Sprösslinge sind wieder da. Warum haben die so eine tiefe Stimme? Guten Morgen, guten Tag, man nennt mich Knuspi. Ich mag es hier. Es ist wunderbar, von Blumen umgeben zu sein. Okay. Na gut, kleiner Knuspi. Was bist du denn für ein funky Dude? Bonjour, Mademoiselle. So ein schöner Tag. Nicht du, Bonjour, Schnauzer. Ich rede mit der süßen Mademoiselle hinter dir. Mademoiselle, sprich mit mir, nicht mit diesem dummen Monsieur. Hey, du bist nicht mein Typ, so dein andere. Oh lala, wie direkt und so wundervoll energisch. Ich bin begeistert, ich werde mich gedulden, bis du deine Meinung änderst. Los, Mario, lass uns für dich verschwinden, der Typ ist irre. Ja, ich merk's. Was? Was ist denn das? Den kenne ich nicht. Na gut, also dieser Typ nennt sich Macke. Ein Angeber, der sich überall herumtreibt und denkt, er sei unwiderstehlich. Ende der Durchsage. Okay, du magst sie nicht. Hab ich verstanden. Wir kennen Toadie. In letzter Zeit spiele ich total gerne mit meinem Nintendo Entertainment System. Besonders gut gefällt mir ein Spieler mit Super Mario Bros. Kennt ihr das? Das müsst ihr euch unbedingt mal kaufen.
Ja, hier sieht man auch, Mario Bros. Ist ein Canon-Spiel in der Mario-Lore. Bisschen weird. Ein typisches modernes Kind. Es redet ständig und immer nur von Spielen. Ob es wohl schon seine Hausaufgaben gemacht hat? Kinder sollten nicht immer nur spielen. Irgendwie müssen sie doch auch lernen. Ach komm, ein bisschen spielen. Als Belohnung nach den Hausaufgaben. In letzter Zeit, das habe ich dir gerade gesagt. Kauf es dir. Vielleicht. Jenseits der Berge, im obersten Stock einer alten Burg lebt Logard. Man munkelt, in dieser Burg soll es unglaubliche Schätze geben. Viele Abenteuer sind schon ausgezogen, um diese Schätze zu bergen, aber keiner von ihnen ist hier wieder heimgekehrt. Was meinst du, irgendwie gruselig, oder? Ja. Hoffentlich passiert uns das nicht. Aber bisher ist es ein sehr ähnlicher Aufbau wie zum ersten Teil. Auch im ersten Epilog gab es eine Koopa Town mit einer Burg. Bin gespannt. Aber ich finde die Designs von den Bob-Ombs hier richtig cool. Mein Name ist Bob-Omb. Ein alter Bob-Omb ohne Träume und Hoffnungen. An diesem Ort tue ich niemandem etwas an. Also lass mich in Frieden. Mit der Arme. Das ist General Bob-Omb. Er ist ein weißer Bob-Omb. Eine Seltenheit. Sein Bart ist wirklich beeindruckend. Ein Bartvergleich zwischen ihm und dir würde bestimmt unentschieden enden. Okay, entspann dich mal. Ich wusste gar nicht, dass die ein Haus von mir haben. Komisch. Hey, fass dir nichts an, ja? Das sind so ziemlich alles einzigartige Sammlerstücke. Der Bürgermeister von Blütenweiler wohnt in einem pinken Haus und weiß vielleicht was. Das ist unser Mann. Anscheinend ein großer Fan von Prinzessin Peach. Man hört, er hat sogar eine richtige Sammlung von Fanartikeln. Alle Wände in seinem Haus sind voll mit Posern und anderem Kram. Hast du nicht auch noch ein paar unveröffentlichte Bilder von der Prinzessin Mario? Die sind privat, okay? Die Gerüchte zufolge, ja, die existieren, aber ich darf sie niemandem zeigen. Ich mache alles kaputt. Hey, bitte fass doch nichts an! Also meinst du so? Oder so? Oder so? Oder so? Okay, ist einfach nur mein Haus, alles klar. Aber warte mal, hier oben ist doch ein Shop. Verkauft er was anderes? Verkauft er vielleicht Kontaktlinsen? Ja, aber nein, nicht die Kontaktlinsen. Was haben wir denn im Sortiment? Eishauch. Goldbarren? Mit? Wie bitte? Schlafikator. Macht Gegner schlaf und senkt ihre Abwehrkraft. Das ist neu. Hartpanzer ist auch neu. Macht härter und erhöht die Verteidigungskraft. Also neu im Sinne von, ich komme vom ersten Teil, ne? Das ist der mittlerweile. Die Toad-Sound. Hey, habt ihr auf dem Weg hier ein paar Powerblöcke gefunden? Falls nicht, wir hätten hier welche zu verkaufen. Habt ihr gedacht, dass ihr vorbeigekommen seid? Natürlich. Okay. Das ist Barty, der Inhaber dieses Item-Shops. Bei ihm kannst du Items kaufen oder verkaufen. Irgendwie endet er den Brüdern im Item-Shop von Rohlingen. Oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Andererseits, manchmal ist eben doch nicht alles so eine Situation. Das ist wie Schwester Joy, sind alle gleich aus. Oh Mann. Aber warte, wir sollen mit dem Bürgermeister sprechen. Ist er im anderen Bildschirm? Meistens haben Schwester immer zwei Bildschirme. Manchmal auch drei. Dieses Dorf ist wirklich schön. Das Wasser ist klar, die Luft ist frisch. In der Tat, was für ein herrlicher Ort. Ach, aber alle fürchten Logards flammenden Zorn. Ich verdränge das immer. Irgendwie ist es schon traurig. Oha. Nicht so gut. Was willst du sagen? Ein Glasby, eine rätselige Blume, die hier in Blütenweile lebt. Glasby sind zwar Pflanzen, aber vernünftiger als so mancher Mensch. Ja, ich überlege mir noch, ob ich jetzt mit jedem einzelnen Gegner hier, mit jedem einzelnen NPC hier Gubrina reden lasse, weil es ist ja schon einiges an Text. Ich überlege es mir noch. Das hat vergisst der Bürgermeister wirklich alles, was er ihm sagt. Manchmal vergisst er sogar meinen Namen. Das macht mir schon Sorgen. Alzheimer is a bitch. Ein Kubas Blütenweiler. Er scheint sich ständig über irgendwas den Kopf zu zerbrechen. Ein Sendervogel, vor allem hier, wo die Leute eher behäbig sind. Okay. Oh, nicht die drei schon wieder. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Und dieses Dorf ist bekannt für klares Wasser, saubere Luft und... Logard, die wollen wir auch besichtigen. Ja, wenn ihr schon brennen. Hoffe, das wisst ihr. Drei gute Freundinnen, sie machen wirklich alles zusammen. Ist das nicht wunderbar? Ich würde auch mal gerne ein paar Freundinnen von der Uni verreisen. Ja, kann ich verstehen, aber die drei Tote-Tanten, die Tratsch-Tanten, die sind ein bisschen nervig. Logard ist gefährlich, aber die Monster in der Burg sind auch schrecklich. Normale Attacken helfen gar nicht gegen diese Kreaturen. Und man sagt, sie sind immun gegen Feuerattacken. Ja, nicht gut.
Alles klar. Wir werden aber vorgewarnt vor Feuerattacken, falls wir gegen Loga kämpfen sollten. Wir haben das Tor auf Geheiß des Bürgermeisters geschlossen. Ich bin hier, um das Tor zu bewachen. Okay, also wir dürfen nicht durch, außer wir sprechen mit dem Bürgermeister drüber. Nur willst du was beibringen? Nein, Mann. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich nicht. Hi. Wie viele Opfer hat Loga wohl auf dem Gewissen haben? Erst kürzlich hat sich den alten Kuba-Recht aus einem der Nachbarorte erledigt. Und der Vater von Kubio ist auch losgezogen, um Loga zu erledigen. Er ist nie zurückgekehrt. Seit damals hat ihn niemand mehr gesehen. Oh no. Meisti, ein weiblicher Taul aus Blütenweiler. Sie neigt wohl dazu, sich immer zu viel Sorgen zu machen. Aber sie spielt auch gerne mal die Unschuld vom Lande. Ganz schön abgebrüht. Okay. Crazy Lore, hier es hier noch gibt, die wir noch herausfinden werden. Ja, okay, wo er wohnt, ist glaube ich offensichtlich in dem pinken Haus dort. Und wo habe ich zwei Häuser? Sag mal, warum sieht sie eigentlich so besonders aus? Guten Tag, mein Name ist Kupin. Freut mich, dich kennenzulernen. Nanu. Diese Mütze dazu, eine blaue Latzhose und dieser prächtige Bart. Du bist Mario, oder? Mhm. Ich habe schon viel von dir gehört. Du bist sehr stark, oder? Und das heißt, du bist hierher gekommen, um Loga zu besiegen. Ah, ich wünschte, mein Kubio wäre auch so mutig. Was? Sein Kubio? Das ist Kubin, ein Kuba-Mädchen aus dem Ort. Sie ist Kubios Freundin. Kubio hat Glück, sie ist hübsch, klug und treu. Aber dafür behandelt sie Kubio manchmal wie einen kleinen Bruder. Eine etwas komplizierte Beziehung eben. Super süß. Ich schack ja trotzdem ins Gesicht. Ich tue das mit jedem. Ich gehe davon aus, du bist Kubio? Guten Tag, Fremder. Bist du hier, um die Schätze von Loga zu finden? Nun, Loga soll ja sehr stark sein. Okay. Ja, das ist Kubio aus Blütenweiler. Ob er wohl kein Selbstvertrauen hat, er wirkt so unsicher. Er macht sich wohl viele Gedanken wegen Logart. Was quält ihn nur so? Ja, alle machen sich hier Gedanken wegen Logart. Ha, ja, ja. Okay, ich schätze, wir werden dann jetzt mit dem Bürgermeister sprechen. Der muss uns hier durchlassen. Wir müssen was gegen Logart anrichten. Vielleicht kämpfen wir gegen diesen Drachen. Bis den Mut zusammenziehen. Das schaffen wir. Hübsche Frau hat sie? Hat er? Sie sieht ganz hübsch aus. Ganze große Koopa-Familie hier. Bart! Knollennase! Was bist du für eine Figur? Ha, du bist ein Dieb, das erkenne ich sofort! Was? Nein! Aber leider gibt es bei mir nicht viel zu holen. Wenn du mit ein paar Münzen einem antiken Panzer zufrieden bist, die kann ich dir ruhig geben, mehr aber auch nicht. Die alten Fotos von mir und Oma Kupia, die würde ich allerdings gerne behalten. Sie erinnern mich an damals, als wir beide noch jung und verliebt waren. Was? Du bist gar kein Dieb! Was willst du denn dann? Du bist auf der Suche nach dem legendären Sternjuwel? Sag das doch gleich! Dann kommen wir doch viel schneller voran. Du musst nämlich wissen, dass Sternjuwel, das du suchst. Was wollte ich noch gerade sagen? Ah ja, genau! Man erzählt, Logart habe ein Sternjuwel in ihrer Burg. Du kennst doch Logart, den riesigen, unglaublichen, grausamen Drachen? Also dem Namen nach? Mit ihrer Überfällen terrorisiert Logart die Dörfer in der Gegend schon lange. Und du bist also der Held, der uns endlich von Logart befreien will. Was? Moment mal. Wahnsinnige? Was für ein Mut. Wenn du uns wirklich von Logart erlöst, bist du entsprechend belohnt. Was? Wie? Du brauchst keine Belohnung? Das habe ich gar nicht gesagt. Was für eine Bescheidenheit. Das ist typisch. Du, wie heißt denn noch schnell? Mario. Manio. Irgendwie ein passender Name, Herr Manio. Manio ist schon okay. Na gut, Manio, eine Sache sollst du aber noch wissen. Wenn du zu Logarts Burg willst, musst du erst die geheime Röhre finden. Sie soll sich irgendwo in der Nähe dieses Dorfes befinden. Keiner weiß, wo die geheime Röhre ist, aber um sie zu finden, brauchst du den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel. Die beiden Schlüssel findest du irgendwo in der Geröllburg. Am besten machst du dich gleich auf den Weg und suchst die Schlüssel. Okay. Also Manio, geh und zeig Logart, was eine Hake ist. Naja, wir haben ja extra den Orden für die Hake-Attacke. Von daher, das werden wir tun. In der nächsten Folge. Ich gehe mal davon aus, das Haus ist pink, weil das die Oma so will. Also halt seine Frau. Oder er hat halt Stil. Keine Ahnung. Warte mal, hier kann man lang. Ist ja was? Tatsache, ein Kuba-Blatt. Cool. Kann man die später auch kochen bei Omni-Tea? So wie im ersten Teil? Ich bin gespannt.
Und jetzt genieße ich noch im Outro die Grafik und die Musik.